Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es darum, wie ihr die Steuererklärung, eure Steuererklärung für das Steuerjahr 2022 machen könnt mit der Software Wieso Steuer. Und vor allem, wie ihr die selbst machen könnt, das heißt ohne Steuerberater, ohne Steuerhilfeverein. In dem Video werde ich euch vorstellen, wer überhaupt eine Steuererklärung abgeben muss. Und damit beantworten, ob ihr eine Steuererklärung abgeben müsst oder nicht. Wahrscheinlich wisst ihr das auch schon selbst. Warum es sich lohnen kann, eine Steuererklärung abzugeben, auch wenn ihr nicht dazu verpflichtet seid. Dann werde ich darauf eingehen, warum es sich lohnt, eine gute Steuersoftware zu nutzen. Welche Vorteile eine solche Steuersoftware bietet. Und dann werde ich darauf eingehen, warum ich selbst die Steuersoftware Wieso Steuer nutze, seit vielen Jahren mittlerweile und damit meine Steuererklärung abgebe und welche Vorteile die Steuersoftware bietet. Link zu der Steuersoftware Wieso Steuer findet ihr übrigens im Kommentarbereich des Videos und in der Videobeschreibung. Und dann werde ich noch darauf eingehen, wie ihr Wieso Steuer erwerben könnt und was ihr dabei beachten solltet. Und ganz zum Schluss zeige ich euch Wieso Steuer nochmal selbst, also die Software, gebe euch da einen Eindruck oder damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt, wie die Software so aufgebaut ist und wie ihr sie bedienen könnt, damit ihr ganz gut beurteilen könnt, ob die Software etwas für euch ist. Ja, in dem Sinne, viel Spaß beim Anschauen des Videos, euer Empfehlungsplatz. Ja, bevor wir auf den eigentlichen Inhalt eingehen, noch ganz kurz der Hinweis: Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das hilft mir dabei, mehr Inhalte auf dem Kanal zu erstellen. Abonnieren kostet dann nichts, einfach auf den Abonnieren-Button drücken bei YouTube. Wenn euch das Video gefällt, gerne Daumen hoch da lassen, das würde mich auch freuen. Schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei, www.empfehlungsplatz.de. Da gibt es auch den einen oder anderen Artikel noch zum Nachlesen, auch zur Steuersoftware und Steuererklärung machen. Auf Empfehlungsplatz fokussiere ich mich momentan relativ stark auf Steuererklärung und auf die Software Wieso Steuer. Sind aber auch andere Inhalte geplant im Bereich Software und Finanzen. Ja, dann steigt mal ein in das Thema, wer muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Es ist so, dass die Abgabepflicht der Steuererklärung, der Einkommensteuererklärung geregelt ist im Einkommenssteuergesetz, Paragraph 46. Ich habe euch den Link dazu auch nochmal im Kommentarbereich des Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn es da Zweifel gibt, wenn ihr nicht wisst, ob ihr verpflichtet seid oder nicht, dann gerne nochmal da selbst nachlesen. Hier habe ich mal die wichtigsten oder die meisten Fälle aufgelistet. Also wer muss eine Steuererklärung abgeben? Also selbstständige Gewerbetreibende müssen eine Steuererklärung abgeben. Auch wenn ihr Nebentätigkeiten habt, neben eurem Angestelltengehalt, und diese Einnahmen 410 Euro im Jahr überschreiten, auch dann müsst ihr diese Einnahmen in eurer Steuererklärung angeben und die werden dann auch entsprechend versteuert. Wenn ihr verheiratet seid und da normalerweise die Steuerklassen 3 und 5 habt, also 3 für den besser verdienenden, 5 für den etwas schlechter verdienenden, auch dann ist man verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Und auch Personen, die unversteuerte Einnahmen haben, also zum Beispiel Mieteinkünfte, die muss man ja nicht sofort versteuern. Die kommen erstmal unversteuert vom Mieter, werden die erstmal überwiesen und dann letztendlich werden dann die Steuern über die Steuererklärung abgeführt. Das gilt natürlich dann auch für entsprechende Verpachtungen und ähnliche Sachen. Oder wenn ihr Bezieher seid von steuerfreien Lohnersatzleistungen, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld, auch dann müsst ihr eine Steuererklärung abgeben. Wie gesagt, das sind jetzt nicht alle Fälle, das sind erstmal, sagen wir mal so, die wichtigsten Fälle, die für die meisten von euch gelten sollten.
Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ihr jetzt nicht dazugehört zu dieser Kategorie, zum Beispiel, wenn ihr Lohnsteuerklasse 1 habt, unverheiratet seid, dann seid ihr und jetzt keine Nebeneinkünfte habt, keine Vermietungen durchführt und dergleichen, dann seid ihr in der Regel nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Aber gerade in dem Fall macht es oftmals Sinn, eine Steuererklärung auf freiwilliger Basis abzugeben. Warum macht es Sinn? Weil es ein finanzieller Vorteil ist, weil es in der Regel so ist, dass ihr in diesen Fällen eine Steuererstattung erhaltet vom Finanzamt. Das heißt, ihr reicht die Steuererklärung ein und das Finanzamt prüft es entsprechend und zu viel gezahlte Steuern werden euch dann zurücküberwiesen. Es geht nur, wenn ihr die Steuererklärung abgebt. Das heißt, wenn ihr das nicht macht, dann erhaltet ihr auch die zu viel gezahlten Steuern vom Finanzamt entsprechend nicht zurück. Ja, was ist das jetzt mal in Zahlen ausgedrückt? Laut Statistischem Bundesamt ist es so, dass man oder dass durchschnittlich 1.000 Euro vom Finanzamt zurücküberwiesen werden an oder Steuererstattungen zurücküberwiesen werden an die Personen, die die Steuererklärung einreichen. Das ist jetzt ein Schnitt. Das kann jetzt in eurem Fall abweichen, kann mehr oder weniger sein entsprechend. Und bei Nicht so Steuer, also die Software, um die es in diesem Video geht, die ich selbst nutze, da ist es der Wert sogar noch höher. Da liegt der durchschnittliche oder die durchschnittliche Erstattung bei 1674 Euro. Wie kommt jetzt dazu, dass es da mehr ist? Das einfach dadurch zu erklären, dass die Software, und das sehen wir auch gleich noch in den Vorteilen für die Software, dass die Software einfach viele Steuerspartipps nochmal gibt, die man über ja, die normalen Formulare oder das Elster vom Finanzamt nicht kriegt und dadurch entsprechend die ein oder andere Steuererstattung dann nicht eingibt oder die Möglichkeit nicht berücksichtigt und deswegen weniger Steuererstattung kriegt, als wenn man Visa-Steuer nutzen würde. Ja, also von daher klare Empfehlung, die Software zu nutzen. Link zu der Software findet ihr im Kommentarbereich und in der Videobeschreibung. Gehe auch gleich nochmal darauf ein, wie ihr die Software erwerben könnt und was es dabei zu beachten gibt. Ja, und dann noch die Frage zu den Fristen. Also was ist denn, bis wann muss man denn seine Steuererklärung abgeben? Wenn man dazu verpflichtet ist, dann muss man die Steuererklärung oder für das Jahr 2022 abgeben im Folgejahr bis zum 2. Oktober 2023. Warum ist das so ein krummer Termin? Das liegt daran, weil der ursprüngliche Termin der 30. September war. Der fällt allerdings auf ein Wochenende, von da hat man das auf den nächsten Montag, nämlich auf den 2. Oktober, dann entsprechend gelegt. Das gilt jetzt für diejenigen, die verpflichtet sind, wie gesagt, die Steuererklärung abzugeben. Wenn man das nicht ist, wenn man nicht verpflichtet ist, dann kann man die Abgabe auch noch ja, bis zu 4 Jahre rückwirkend machen. Also auch dann, wenn ihr jetzt das Video seht und ihr sagt, okay, ihr habt bisher keine Steuererklärung abgegeben, nicht abgeben müssen, aber ihr wollt trotzdem noch das Geld vom Finanzamt zurückholen von den zu viel gezahlten Steuern, dann habt ihr die Möglichkeit, die Steuererklärung noch zu machen. Auch da gehe ich noch mal kurz darauf ein, welche Version von Visa Steuer ihr dazu braucht. Und das geht, wie gesagt, 4 Jahre rückwirkend, 5 Jahre rückwirkend, dann ist es leider verfallen, dieser Anspruch, das eine Steuererklärung einzureichen. Ja, dann kommen wir zu der Frage, was leistet denn eigentlich jetzt eine gute Steuersoftware? Vielleicht vorab, wie kann man überhaupt seine Steuererklärung einreichen? Man kann das entweder ganz klassisch machen, das heißt über Papierformulare, die man entsprechend dann vom Finanzamt herunterlädt, ausdruckt und dann entsprechend ausfüllt. Das ist so der altmodische Weg. Was man allerdings auch machen kann, ist sogenannte Elster benutzen, für die elektronische Steuererklärung. Das wird vom Finanzamt entsprechend bereitgestellt. Das ist eine Software, die im Webbrowser läuft, also komplett über das Internet verfügbar ist. Und damit kann man dann seine Steuererklärung ausfüllen. Das ist auch vollkommen digital, kann dann auch per Knopfdruck die Steuererklärung an das Finanzamt schicken. Allerdings hat so eine Steuersoftware trotzdem einige Vorteile. Und auf die Vorteile will ich jetzt mal eingehen. Und einer der größten Vorteile, würde ich sagen, ist, dass
eine Steuererklärung viele Tipps gibt, um Steuern zu sparen. Das ist natürlich bei Elster nicht so, weil das Finanzamt jetzt ja, aus nachvollziehbaren Gründen jetzt nicht ein großes Interesse hat, dass man sehr viel Steuererstattungen zurückerhält. Und das ist, denke ich, der Riesenvorteil von einer Steuersoftware. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Also was leistet jetzt so eine Steuersoftware? Zum einen werden die Daten aus der Lohnsteuerbescheinigung, sobald sie vorliegen, werden automatisch vom Finanzamt abgerufen. Man muss sich da einmalig dafür für diesen Dienst anmelden. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man einen automatischen Hinweis, sogar eine E-Mail-Benachrichtigung. Dann öffnet man die Software und dann werden die Daten automatisch abgerufen. Wird auch dann gefragt, welche Daten man abrufen möchte, alle oder nur einen Teil davon und dergleichen. Also das erleichtert einfach die Dateneingabe, weil vieles schon automatisch übernommen wird und auch letztendlich die Fehler ja, werden dadurch reduziert bei falscher Dateneingabe. Die Steuererklärung wird teilweise vorausgefüllt, also zum einen natürlich diesen elektronischen Abruf, aber auch indem Daten aus dem Vorjahr übernommen werden. Also beispielsweise Sachen wie ja, Wohnanschrift, Arbeitgeber und dergleichen. Also das muss man nicht jedes Jahr selbst ausfüllen oder neu ausfüllen. Das wird dann automatisch von der Steuersoftware übernommen und spart auch erheblichen Aufwand. Von daher macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, die Steuererklärung ständig zu wechseln. Wenn man einmal einen guten Anbieter wie Piso Steuer gewählt hat, dann sollte man dabei bleiben. Dann hat man einen riesen Vorteil, weil einfach die Steuererklärung im Folgejahr deutlich einfacher ist und weil man deutlich weniger Daten eingeben muss, weil sich viele Sachen ja auch zum Beispiel die Wege zur Arbeit und dergleichen, das bleibt ja normalerweise, wenn man nicht gerade den Arbeitgeber wechselt, ja, gleich. Dann führt so eine Steuersoftware sehr intelligent durch den Ausfüllprozess der Steuererklärung und stellt dann auch Fragen, also beispielsweise: Habt ihr denn Handwerkerkosten gehabt dieses Jahr und derartige Sachen? Und macht dann dadurch einfach nochmal darauf aufmerksam auf verschiedene Möglichkeiten, um noch die ein oder andere Steuererstattung dann einen oder anderen Betrag damit einzureichen. Ein großer Vorteil bei Wieso Steuer auch im Vergleich zu anderen Software, Wieso Steuerprogrammen ist, dass es auch sehr viele Erklärvideos gibt. Das heißt, man füllt jetzt nicht nur aus und weiß dann nicht, was man gemacht hat, sondern es gibt auch immer so ein paar, gibt auch immer ganz gute so Erklärvideos. Die sind nicht lang, das sind 1, 2, 3 Minuten oftmals, aber die erklären auch die Hintergründe zu dem, was man da macht. Und dadurch versteht man das auch und wird dann Schritt für Schritt einfach besser beim Ausfüllprozess. Dann schaut die Steuersoftware auch, dass man die Daten an der richtigen Stelle einträgt. Das ist nicht so kryptisch wie jetzt bei Elster, sondern das ist besser nachvollziehbar. Das sehen wir auch gleich nochmal am System. Und auch wenn man da jetzt Beträge eingibt, die unsinnig erscheinen oder an der falschen Stelle, oder wenn man was vergisst, dann prüft es die Software, macht dann da und gibt auch nochmal einen Hinweis und sagt dann: Schau doch da bitte mal nach, ob das auch richtig ist. Ja, sieht irgendwie nicht ganz korrekt aus. Dann, wie ich schon eingangs erwähnt, es gibt sehr viele Tipps zum Steuern sparen, also dass man sagt, die Handwerkerkosten oder andere Wege zur Arbeit und dergleichen. Also wenn man da so die Klassiker nicht eingetragen hat, dann lässt dann die Software das wissen oder Spenden, Vereine und so weiter. Auch wenn das jetzt nicht relevant ist, aber die Software sagt es einmal und dann kann man ja für sich beurteilen, stimmt, hat man da entsprechende Ausgaben gehabt oder nicht. Ja, und oftmals, wenn man die dann hat, die man vielleicht selber, wo man gar nicht dran denken würde, dass das überhaupt steuerrelevant ist, weil man es vielleicht gar nicht weiß. Und das sind so die großen Hebel dann, die ja dann wirklich helfen, dann nochmal die eine oder andere Erstattung zu erhalten vom Finanzamt. Die Abgabe ist voll elektronisch, ebenso wie Elster. Da wird auch die gleiche Schnittstelle benutzt. Das heißt, ihr füllt die Steuererklärung aus, drückt auf den Knopf und das Ganze ist dann beim Finanzamt. Muss nichts ausgedruckt werden, muss kein Brief verschickt werden ans Finanzamt und habt auch automatischen Nachweis dann in der Software. Da wird dann ein Sendebericht erstellt, dass ihr die Steuererklärung auch abgegeben habt. Der Steuerbescheid wird geprüft, also sobald ihr
weil das Finanzamt die Steuererklärung geprüft hat und der Steuerbescheid, das ist letztendlich dann die Antwort des Finanzamts, wo dann drin steht, wie viel Steuererstattung ihr erhalten habt. Und das wird dann automatisch, wird der Hinweis kriegen, auch per E-Mail. Das ist der gleiche Vorgang wie der beim Abruf der Lohnsteuerdaten. Und dann kriegt er dann nochmal einen Hinweis und dann könnt ihr die Steuersoftware aufmachen. Da wird dann auch nochmal geprüft, ob der errechnete Wert, den den die Software errechnet hat, ob der mit dem übereinstimmt, was das Finanzamt dann um euch erstattet. Und ihr könntet dann theoretisch dann auch noch Einspruch erheben oder einlegen beim Finanzamt. Auch dabei unterstützt euch die Software, wenn ihr mit dem einen oder anderen dann nicht einverstanden seid. Ihr könnt Rechnungsbelege mit Visorsteuer verwalten. Da gibt es zum einen in der Software gibt es einen eigenen Bereich dafür, ein eigenes Programm. Da kann man dann PDFs hochladen, Fotos hochladen mit den Rechnungsbelegen. Ihr könnt es auch am Smartphone machen, also zum Beispiel wenn ihr ein iPhone habt oder ein Android-Smartphone, da gibt es eine eigene App dafür, die ist kostenlos. Die könnt ihr dann nutzen und das heißt, glaube ich, Belegbox oder Smartbox. Und damit könnt ihr dann die Belege abfotografieren. Dann werden die automatisch in die Software VisoSteuer reingeladen. Bei VisoSteuer ist es auch so, dass die Software auf unterschiedlichen Endgeräten läuft. Also das Klassische, was ich mache, ich installiere die Software bei mir auf dem Windows-PC. Könnt ihr aber auch auf dem Mac-PC runterladen. Auch da gibt es eine eigene Software-Version. Ihr könnt sie im Webbrowser nutzen, ihr könnt sie auf dem iPad oder auch auf dem iPhone nutzen. Also das einmal die Software gekauft, eine Lizenz gekauft und ihr könnt sie auf diesen unterschiedlichen Geräten nutzen. Ein ganz großer Vorteil auch bei Visa Steuer ist, ihr könnt, wenn ihr die Lizenz kauft bei Visa Steuer, dann könnt ihr auch bis zu 5 Steuererklärungen abgeben. Das heißt nicht nur eure eigene, sondern wenn ihr vielleicht derjenige seid, der sich mit Steuerdingen in eurer Familie auskennt, könnt ihr auch für Verwandte oder auch für Freunde machen. Also bis zu 5 Steuererklärungen könnt ihr mit Visa Steuer machen, wenn ihr die Lizenz habt. Und ja, so eine Steuersoftware kostet, also Visa Steuer kostet jetzt momentan ja, knappe 36 Euro, also 35,95 Euro oder sowas, wenn wir gleich nochmal sehen. Wenn ihr es im Abo erwerbt, das empfehle ich, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn ihr es nicht im Abo kauft, dann kostet sie 10 Euro mehr. Hier seht ihr nochmal den Link, wie ihr die Software erwerben könnt. Also www.empfehlungsplatz-online/viso_steuer. Und ihr seht auch nochmal den Link unterhalb des Videos im Kommentarbereich oder in der Videobeschreibung, zeige ich aber auch gleich nochmal, wie man sie erwerben kann. Und ihr könnt die Kosten für diese Steuersoftware, also diese 36 Euro, könnt ihr auch absetzen. Wichtig ist, jetzt nicht im selben Jahr, sondern da gilt das Zuflussprinzip letztendlich und Abflussprinzip an der Steuererklärung. Das heißt, ihr müsst dann letztendlich die Kosten für die Steuererklärung dann im Folgejahr ansetzen. Aber das ist ja jetzt kein größeres Drama. Das heißt, die Kosten können dann voll angesetzt werden. Ja, dann kommen wir dazu, wie ihr die Software kaufen könnt. Und da gibt es bei Visa Steuer die zentrale Frage, nämlich kauft ihr das im Abo oder kauft ihr das im Einzelkauf? Und da ist mein klares Fazit, das Abo lohnt sich. Das nennt sich bei Visa Steuer Sparvertrag. Und sagt, das könnt ihr abschließen über den folgenden Link, also www.empfehlungsplatz.online/viso_steuer. Und Link ist auch, wenn ihr es einfach anklicken möchtet, im Kommentarbereich des Videos oder in der Videobeschreibung. Warum lohnt sich das jetzt aus meiner Sicht? Da gibt es viele gute Gründe. Zum einen, meine eigenen Erfahrungen, muss ich sagen, also ein Wechsel der Steuersoftware lohnt sich eigentlich nicht. Also wenn man einmal eine gute Steuersoftware gefunden hat, und meine Empfehlung ist, wie gesagt, Visa Steuer, dann lohnt sich das nicht, die ständig zu wechseln. Das liegt einfach daran, dass wenn man die Steuererklärung einmal ausgefüllt hat, dann kann man ja Daten aus dem Vorjahr übernehmen. Und es geht nur, wenn man die gleiche Steuersoftware hat vom gleichen Anbieter.
Dann ein Abo ist jederzeit einfach kündbar. Das heißt, im Gegensatz jetzt zu Versicherungen und dergleichen müsst ihr jetzt da keine besonderen Fristen berücksichtigen. Ihr geht einfach in das sogenannte Buhl Center rein. Das ist letztendlich da, dadurch, das ist da, wenn er euch da einloggt. Da seht ihr dann die ganzen Produkte, die er von Buhl erworben hat. Also da gibt es nicht nur Wieso Steuer, sondern da gibt es auch andere Software. Und da mit einem Klick kann man das Abo kündigen. Das heißt, da muss weder eine E-Mail noch ein Brief geschickt werden. Und deswegen denke ich, ist es auch überschaubar, wenn man jetzt doch zu dem Schluss kommt, dass sich das nicht mehr lohnt. Auf der anderen Seite, wenn man das Abo aber bewirbt, im Vergleich zum Einzelkauf, spart man 10 Euro. Die Software, das sehen wir auch gleich, kostet aktuell 35,95 Euro, ja, 95, glaube ich, also knappe 36 Euro im Abo und ist 10 Euro günstiger, ist 10 Euro teurer, Entschuldigung, wenn man sie einzeln kauft. Das heißt, da ist man dann schon bei knappen 46 Euro. Also von daher macht man jetzt keinen Fehler. Also ich würde euch empfehlen, einfach das Abo abzuschließen und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann, ja, dann kündigt es einfach wieder. Dann habt ihr schon mal im Vergleich zum Einzelkauf schon mal 10 Euro gespart. Auf der anderen Seite, wenn ihr das Abo abschließt, dann kriegt ihr auch ein jährliches Steuermagazin. Also das kam jetzt erst kürzlich wieder zu mir nach Hause geschickt. Also die neue Software für das Steuerjahr kommt normalerweise immer so Mitte November, Ende November raus. Und in dem Zusammenhang wird dann auch das Steuermagazin zugestellt. Das kann man auch selbst kaufen, kostet dann um die 7,90 Euro. Ist ja aber im Abo mit dabei. Und dann gibt es noch monatlichen Magazin, das heißt Steuerblick. Das wird per E-Mail zugestellt, also elektronisch. Da sind eben auch immer ganz interessante Sachen drin, wichtige Steueränderungen, die man berücksichtigen müsste oder sollte oder zumindest wissen sollte. Auch neue Funktionalitäten der Software und dergleichen. Und was auch ganz nett ist, ein Gutschein für ein kostenloses Steuerwebinar. Da gibt es unterschiedliche, also gibt es zum Beispiel ein Steuerwebinar, das einen Überblick über Wieso Steuer gibt oder auch für spezielle Themen, wie zum Beispiel Wieso Steuer für Vermieter beispielsweise. Und das ist so ein, ja, ein zweistündiges Seminar, das normalerweise ja um die 50 Euro kostet, wenn man daran teilnimmt, also ein Online-Seminar. Und da kriegt ihr einen Gutschein für eine kostenlose Teilnahme an einem dieser Seminare, wenn ihr ein Abo abschließt. Also von daher, ich habe es noch nicht bereut, ein Abo abzuschließen und würde euch das auch jederzeit so empfehlen. Ja, dann kommen wir noch zur Frage, wie ihr die Software jetzt erwerben könnt und was ihr dabei beachten solltet. Also wie gesagt, Link zur Software findet ihr in der Beschreibung des Videos, unterhalb des Videos oder auch im Kommentarbereich. Wenn ihr diesen Link aufruft, dann kriegt ihr hier diese Webseite vom Hersteller Buhl Data. Ich würde immer empfehlen, die Software direkt bei Buhl Data zu kaufen. Man muss sich ohnehin da ein Konto kurz anlegen bei Buhl Data. Das braucht man dann auch später, um ja die verschiedenen Dienste zu nutzen von Wieso Steuer, wie zum Beispiel die Speicherung der Belege oder auch, dass man wenn man das möchte, die Steuererklärung dann auch online im Datencenter vom Buhl Data speichert, kann man auch bei sich lokal machen. Aber das sind so verschiedene Dienste, die man nutzen kann, wenn man zum Beispiel auf ja, verschiedenen Geräten gleichzeitig seine Steuererklärung machen möchte. Also zum Beispiel zuerst auf dem Laptop und dann möchte man im iPad noch was nachschauen. Dann, spätestens dann, muss man die Steuererklärung irgendwo zentral ablegen im Rechenzentrum von Buhl Data. Aber das nur am Rande. Das heißt, das wäre die Empfehlung, dass man das hier direkt beim Hersteller kauft. Link aufrufen, dann kommt man hier auf diese Seite. Da gibt es jetzt den Button Jetzt kaufen. Und hier sieht man, wie viel die Software kostet. Also 35,99 im Abo. Da kriegt ihr letzten Endes dann 10 Euro. Ja, spart ihr damit. Ihr könnt es ja auch einmalig kaufen, das heißt, ihr könnt es nur für ein Steuerjahr nutzen. Wenn ihr das Abo nutzt, wie gesagt, dann kriegt ihr die Software immer
jedes Jahr oder einen Hinweis, dass sich die neue Softwareversion zur Verfügung steht, dann könnt ihr die entsprechend runterladen. Wenn ihr übrigens, wenn ihr Steuererklärung rückwirkend machen möchtet, dann seht ihr auch hier, da kann man auch die verschiedenen rückwirkenden Steuerjahre auch sich die Software werben. Warum ist es jetzt so? Warum kann man jetzt nicht nur mit der einen Software-Variante das machen? Es hat damit zu tun, dass eine Steuererklärung, es ändert sich ja von Jahr zu Jahr, ändern sich verschiedene Sachen in der Steuererklärung und das wird entsprechend in der Software dann abgebildet. Das heißt, man braucht auch dann die Software-Variante für das jeweilige Steuerjahr. Genau, geht jetzt mal vom Standardfall aus, also ihr wollt hier für das Steuerjahr 2022, dann könnt ihr hier jetzt einfach dann zur Kasse gehen. Ihr seht, ihr könnt hier auch per PayPal zahlen oder per Lastschrift einfach hier zur Kasse gehen und dann der ganz normale Bestellprozess eure SEPA-Daten eingeben oder eure PayPal-Daten eingeben und dann ist das Ganze schon gekauft. Dann kriegt ihr letztendlich dann einen Link von Wieso Steuer zugeschickt über eure E-Mail-Adresse und da könnt ihr dann die Software runterladen. Also das ist relativ problemlos. Ja, im letzten Teil des Videos möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze direkt am System, also in der Software aussieht. Was ich da jetzt gemacht habe, ist, ich habe mal die Wieso Steuer Software geöffnet, die auf meinem Windows-PC installiert ist, auf meinem Windows-Laptop. Das heißt, dass die Variante, die man quasi erstmal installieren muss, ähnlich sieht es aus bei dem Apple Macintosh, ähnliche Menüführung und auch, wenn man das Ganze im Webbrowser dann also quasi ohne Installation startet. Ich möchte euch da vor allem mal einen Eindruck geben, wie die Software sich so verhält, wie sie aussieht und dann habt ihr hoffentlich ein ganz gutes Gefühl, was man, wie man damit arbeiten kann. Ja, hier seht ihr quasi die Software. Ihr seht hier, da gibt es letztendlich sechs Menüpunkte hier, so ein Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, man fängt an, die Steuererklärung vorzubereiten. Da kann man dann letztendlich einrichten, wie die Steuerdaten abgerufen werden vom Finanzamt. Steuerbox kann man auch einrichten, das ist quasi die Möglichkeit, um Belege digital zu erfassen, auch auf dem, zum Beispiel auf dem Handy dann zu fotografieren, damit die da automatisch übertragen werden in die Software und automatisch in die Steuererklärung übernommen werden. Man kann auch ja, Banking einrichten, das habe ich jetzt noch keine Erfahrung damit, aber da kann man dann auch quasi direkt Buchungen aus seinem Girokonto übernehmen in die Steuersoftware und Steuerversand, das ist letztendlich eine Möglichkeit, um Daten dann an das Finanzamt zu schicken. Da ist es normalerweise so, so mache es ich, dass ich das Elster-Zertifikat benutze, um die Steuer zu versenden. Man hat aber auch andere Möglichkeiten. Man kann da zum Beispiel sich über seinen Personalausweis oder über einen Online-Banking-Account quasi authentifizieren. Das heißt, dann prüfen, dass man wirklich diese Person ist. Und dann kann man auch ohne Elster-Zertifikat die Daten an das Finanzamt schicken. Genau, also so viel dazu, Steuererklärung vorbereiten. Man geht dann quasi Schritt für Schritt durch, Daten erfassen. Da hat man dann die verschiedenen Personen. Das sieht man, gibt es einen eigenen Menüpunkt für Kinder. Warum? Das ist wichtig, weil man kann auch Kinderbetreuungskosten absetzen von der Steuer. Hat dann hier die Arbeitnehmer. Das heißt, letztendlich hier gibt es dann die Lohnsteuerbescheinigungen der entsprechenden Personen automatisch. Auch die Werbungskosten kann man hier dann, gibt es dann hier einen entsprechenden Menüpunkt. Kann man dann die Wege zur Arbeit, Arbeitsmittel und so weiter und so fort, kann man dann letztendlich hier eingeben. Hier sieht man zum Beispiel Arbeitsmittel und so sieht es dann quasi aus. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Fachliteratur erworben hat, dann geht man hier einfach rein. Muss dann hier angeben, wann hat man die quasi gekauft, was war es denn und den Betrag angeben. Also relativ einfach letzten Endes. Das breche ich jetzt hier mal ab, ich will jetzt hier nichts direkt eingeben. Dann hier noch Ersatz für Einkommen, also zum Beispiel jetzt dann die verschiedenen Arbeitslosen, Themen und so weiter. Hier ist auch ein Menüpunkt für Selbstständige, also wenn man jetzt hier beispielsweise ein Gewerbebetrieb hat,
Man kann hier auch übrigens also dieser weitere Themen hinzufügen. Das geht hier über weitere Themen hinzufügen. Also hier, wenn man zum Beispiel hier Rentner ist, beispielsweise, kann man hier eigene, da gibt es ja gewisse Besonderheiten zu beachten, die kann man hier hinzufügen. Wenn man Vermieter ist, kann man hier was hinzufügen. Also, oder wenn man Zinsen und Kapitalerträge hat aus dem Aktienmarkt beispielsweise. Oder aus ausländischen Kapitalanlagen, das kann man hier alles erfassen. Genau. Also das ist ganz gut gemacht hier. Um allgemeine Ausgaben gibt es hier noch Krankenpflegeversicherung. Also man findet hier alles eigentlich, was man in der Steuererklärung angeben kann. Handwerker, Dienstleistungen und so weiter, kann man hier alles erfassen. Wenn man das alles dann eingegeben hat, ich mache das normalerweise so, dass das dann, mache das nicht an einem Stück, sondern lasse mir da durchaus auch Zeit. Das zieht sich manchmal bei mir über mehrere Wochen, dass ich das dass mir dann mal ein paar eine Stunde Zeit nehme, dann mal wieder was eingebe. Wenn man dann fertig ist, kann man die Steuererklärung noch optimieren. Das heißt, da gibt es dann noch verschiedene Tipps, die einem Wieso-Steuer bietet. Und sagt, ja, prüf mal bitte noch dieses und jenes. Da kannst du vielleicht noch das ein oder andere geltend machen. Also das ist der, wie gesagt, der große Vorteil im Vergleich zu der Software Elster vom Finanzamt, dass hier die Software durchaus einem hilft, eine höhere Steuererstattung zu erzielen. Dann gibt man die Steuererklärung ab. Das ist letztendlich dann der Schritt, wo man die Steuererklärung an das Finanzamt schicken kann. Wieso Steuer hat da jetzt noch was eingeführt, dass man sagt, man kann das jetzt auch nochmal an einen Steuerberater schicken. Nein, Experten hatte ich jetzt noch keine Erfahrung damit, aber das ist durchaus was, was man sich überlegen kann, wenn man das sinnvoll findet. Das kostet, glaube ich, aktuell nur 90 Euro. Dann ist man noch mal ein Stück weit sicherer, dass das Ganze dann auch passt. Das ist der normale Prozedere. Dann kommt irgendwann der Steuerbescheid vom Finanzamt zurück. Das kann man dann hier über Steuerbescheid prüfen, wird das dann letztendlich dann. Kann man das dann prüfen, ob auch die Daten, die das Finanzamt geschickt hat, errechnet hat, ob das auch passt mit dem, was die Software errechnet hat, kann man wie gesagt auch Einspruch einlegen. Hier haben wir noch ein paar Spartipps für 2023. Man auch sagen kann, in 2023 gibt es ein paar Sachen, die kann man jetzt schon berücksichtigen, damit man in der nächsten Steuererklärung quasi dann 2024 dann entsprechend die Geld machen kann. Also das ist das normale Prozedere, also ich finde ganz, ganz klasse gemacht. Es kann, wenn einem das, also hauptsächlich diese Menüführung über diese Hauptpunkte und dann kann man die einzelnen Punkte durchklicken. Was Wieso-Steuer auch kann, ist so ein interviewgeführter Prozess. Das heißt, man klickt hier oben auf Interview, Interview fortsetzen. Was dann passiert ist, hier, er leitet dann quasi über so einen fragenbasierten Prozess durch. Kann man hier sagen, bitte erfassen Sie alle Eingaben der Kinder. Okay, ich gehe jetzt mal weiter zum nächsten Schritt. Haben Sie Lohnsteuerbescheinigung erhalten? Sage ich jetzt mal nein. Und hier sieht man übrigens auch die verschiedenen Erklärvideos, die man hier jetzt abspielen lassen kann. Also da kann man dann auch verstehen, wenn man jetzt nicht weiß, was eine Lohnsteuererklärung ist und so weiter, dann kann man sich dieses kurze Video dazu anschauen. Auch hier Ausgaben, Werbungskosten. Also da gibt es verschiedene Themen, wo man sich dann das Video anschauen kann. Also alles in allem eine super Software. Wie gesagt, ich nutze sie seit vielen Jahren, bin sehr zufrieden, kann sie euch sehr ans Herz legen. Die Software, wie gesagt, könnt ihr über den Hersteller direkt erwerben, Bool Data, Link dazu im Kommentarbereich oder in der Beschreibung des Videos. Hatte ich euch ja auch kurz gezeigt, wie man das ja, bedienen kann oder dann die Software erwerben kann. Ja, so viel war es auch schon zu diesem Video. Ich sagte, ich werde auch noch auf dem Kanal noch diverse andere ja, Detailthemen dann zeigen. Und habe ich auch schon einige Themen erstellt auf dem Kanal, wie er gewisse Kosten absetzen kann, wie er das dann wirklich in Wieso-Steuer eintragt. Wenn euch das gefällt, abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen hoch da und schaut auch gerne mal bei der Webseite vorbei. Ja, in dem Sinne viel Spaß bei der Steuererklärung und vor allem viel Erfolg, hoffentlich hohe Erstattungen. Euer Empfehlungsplatz.